So, für alle, die jetzt sozusagen fragen sich, was das jetzt hier Großes ist. Ich mache es hier absolut kurz. Also der, wo jetzt eine große Mehrzwecktasche sucht und zugleich mal richtig sieht, was das für ein großes Ding ist. Großes Volumen. Vorne ca. 7er Molle. Hier ein bisschen breiter an den Teilen. Wahrscheinlich eine Schultertasche. Fast so groß wie eine Mehrzwecktasche, sogar fast eher breiter. Davon habe ich zwei. Die werden von mir rechts und links unter der Schultern, also im Prinzip unter der Achseln, meine Tasche ergeben. Und sogar noch Molle. Es handelt sich dabei um die Condor Utility Pouch Shoulder Bag. Könnt ihr im Internet bei Condor finden. Gibt es momentan in drei Farben, wird seit ca. 7 Jahren hergestellt. Es gab eine mal, die hatte hier einen groben Reißverschluss. Aber das ist hier ein Nachbau. Ja, ist in Ordnung, das Ding hat mir gefallen. Es gibt ungefähr über Google drei deutsche Amazon-Links in den drei verschiedenen Farben. Und die polnische Webseite Militaria World irgendwas, PL, steht ja für Pole, die tun das meistens immer aus der Stade ordern. Und größere Sache. Recon Company und ASMC hin, die sich. Recon Company hat sie sich rausgenommen, weil die sich für Recon Company nicht lohnt, weil in Deutschland wenige bestellt werden. Wenn sie mir in ihrer E-Mail oder Facebook-Nachricht mal als auf meine Antwort, auf meine Frage, warum sie die Tasche nicht haben, mir das zurückschreiben. Das ist die Kurzfassung. So, ich finde sie cool. Mein Kollege, dem sein Vater, der hat A2 bestellt, eine fürs Geschäft, eine private Handtasche fürs Auto, wo er seine Zigarette drin hat, sein Asthmatikgerät, also den kleinen Tempos und so. Und dann hat man halt im Prinzip die Männerhandtasche. Die hat natürlich auch Interieur. Kannst ja auch ein bisschen Kugelschreiber, ein bisschen verstauen. Hat da so ein bisschen Netzgewebe drin. Und alles da, und das ganze Gedöns und Klatterer Dutch. Kannst du aufmachen, kannst deinen Kugelschreiber noch reinballern und. Aber nichtsdestotrotz, jetzt habe ich noch was. Das ist hier sozusagen die Tech Pouch von Tasmanian Tiger. Dass auch manche Leute glauben, dass es Tasmanian Tiger ist. Tech Pouch 10. Und die kommt wegen der Molle entweder zur Stabilisierung am Blattträger oder an der Chestrick, entweder hintener oder machen wir sie vorne noch, ist egal. Die ist flach. Die andere kann sehr in die Breite gehen. Das hat alles noch so seine Doppelverwendigkeit. Ich mache das nicht nur, weil ich Geld geschissen habe oder so. Das hat alles seine gewissen Gründe. Ich baue mir da nämlich ein bisschen was zusammen. Aber wie gesagt, wenn jetzt zum Beispiel eine Schultertasche hast und willst zum Beispiel noch eine kleine Dokumententasche haben oder Netbook. Dann kannst du die schmale Tasche von Tasmanian Tiger dazu nehmen und dann in der Kombination hinten drauf machen. Dann hast du im Prinzip deine kleine Tasche, wo vielleicht ein Taschenmesser drin ist, vielleicht sogar noch ein Essbesteck, vielleicht noch eine kleine Flachmann, Kugelschreiber, Asthmagerät, was ich jetzt zum Beispiel gesagt habe, Schachtel Zigarette, Feuerzeug. Vielleicht hast du sozusagen deine kleine Übernachtungstasche, wie auch immer, sonst was. Kulturbeutel halt natürlich nicht, ist aber sowas ähnliches. Und dann machst du dir dann hier dein kleines Netbook noch rein, vor der Night, fertig aus. Dann hast du zwar eine große, breite Tasche, aber du kannst die über diesen Henkel hier oben tragen. Oder über diesen Schulter. Aber hast beide miteinander kombiniert. Das ist zum Beispiel so ein kleines Gimmick.
Und ich bin mal halt am Überlegen gewesen, ob das funktioniert ist. Du hast dann halt hier die Molle abgezählt und so. Und es funktioniert. Und ich setze die Dinger jetzt einfach einmal so zusammen. Ich denke mal, ich wollte einfach jetzt hier euch mal damit zeigen, wie was funktioniert. Gut, hey, die Tech Pouch von Tasmanian Tiger brauche ich nicht erklären. Der Reini aus Österreich hat sie euch in alle Größen mal vorgestellt. Ich glaube, 7, 5, 8, 9 und 10 und sogar 11, 10 und 11 mal vorgestellt. Da brauche ich es ja auch nicht nochmal vorstellen. Weil man muss ja nicht euch alles voll spammen, euch die Zeit klauen. Also, hiermit breche ich ab und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ich wollte euch von euch mal generell einfach nur sagen, was für eine Kombination eigentlich möglich ist. Und ja, die hat hinter auch Molle. Also, Claro, die hat hier 7 und die hat hier leider 1, 2, 3, 4, 5, 6 und das hier ist Nummer 7. Das ist so ein kleiner Tipp. Und hinten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also, mir wurde immer nachgesagt, man soll nicht im Leben auf Details achten. Aber Details können manchmal sehr entscheidend sein. Also, euch noch eine gute Zeit.